Ja, das Besondere an dem heutigen Nachmittag ist, dass hier eine unglaubliche Vielfalt des Ehrenamts sich wiederfindet. Vom Kleintierzuchtverein über die Hundestaffel, Kinder- und Jugendtelefon. Also ich bin ganz glücklich, wie viele Menschen aus den unterschiedlichen Bereichen des Ehrenamts hier sind. Ich glaube, dass Ehrenamtler der Gesellschaft das Gefühl des Zusammenhaltes geben. Und das ist das Wichtigste, Zusammenhalt und beieinander bleiben. Ich engagiere mich ehrenamtlich im Tierschutz, weil ich der Meinung bin, dass es unsere Aufgabe als Gesellschaft ist, die Schwächsten abzuholen. Weil es für die komplette städtische Gemeinschaft sehr wichtig ist. Weil mein Herz so bewegt wurde von den Menschen mit Handicap, wie wenig dort für die getan wird. Weil wir das Ehrenamt lieben. Die jüdische Kultur als Teil unserer Kultur zu bewahren. Unterstützendes Helfen bei Notlagen. Kurort nach vorne bringen. Im Ernstfall Menschenleben retten. Für schwerstkranke und sterbende Menschen Unterstützung anbieten. Ehrenamtliche Leute helfen den anderen. Das Ehrenamt wird oft als Selbstverständlichkeit angesehen, aber das ist es nicht. Und deswegen ist es uns eben auch unglaublich wichtig, die Anerkennung zum Ausdruck zu bringen. Und dieses Fest soll ein Dankeschön sein an alle, die sich ehrenamtlich engagieren. We'll be right back.